Hallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ich dachte, auf der Bank zu schlafen war schlimm. Jetzt muss ich hier im Tempelboden übernachten. Ja, und damit herzlich willkommen, ne? Zu Phönotopia. Ich habe letztes Mal ein paar Sachen noch vorgekocht, das habt ihr nicht gesehen. Ich bin bereit. Ich bin bereit zum Sterben. So wie immer bei dem Spiel. Ja, beim letzten Mal sind wir halt hier in den Tempel reingekommen. Zu diesen Räubern. Tschüss. Ich wollte sie unbedingt töten. Okay. Mal gucken. Da oben kann ich gerade nicht lang. Hier sind verdammt viele Eulen. Die Wand sieht zerbrechlich aus. Macht aber keinen Unterschied, wenn ich unten bin. Wir machen das einfach. Kabum! Ich wollte eigentlich nicht die Bombe rausholen. Ich wollte nur den Mondstein aufheben. Ciao. Komm her, komm her, komm her. Pam. Wahaha, Shining, der Eulentöter. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Ich habe es gesehen. Das Schöne ist, ich kann es einfach töten, ohne mich in Gefahr begeben zu müssen. Irgendwie will er manchmal nicht zuschlagen. Da, guten Appetit. Zack. Ist da noch ein Viech? Da ist eine Falle. Das sehe ich doch. Kann man die auch damit schon aktivieren? Nein, man muss durchrennen. Eine Fallfalle. Interessant. Ah. Direkt nochmal geschossen. Nehmen, runter. Das muss zuerst weg. Ich muss das einmal kurz zurückziehen, weil ich muss das rausholen. Ich muss den Raum nochmal neu starten. Ich habe ihn mir verbaut. Zum Glück kriege ich wenigstens ein Ding raus. Nur falls das hier jetzt wieder da neu steht. Nee, tut zum Glück nicht. So, ich denke dran. Erst die Teile da rausholen. Und dann den hier darunter prügeln. Komm ich auch schon von hier aus hoch? Ja, komm ich. Ein bisschen hier die Bombe. Da oben wird die Falle noch zweimal hintereinander getriggert. Ich müsste das doch damit eigentlich abwehren können. Jo. So, was erwartet mich hier? Ah, Tretfallen. In die ich auch noch doppelt reinspringe. Aua! Ich habe schon mehrere Löcher im Kopf. Warte, ich kann auch direkt den zweiten noch hinterher schmeißen. Hui. Kann man die Mehrmals aktivieren?
Ja, kann man. Muss ich aufpassen. Nehmen. Ich wollte das eigentlich darunter werfen. Das brauche ich wahrscheinlich da unten, sonst komme ich nie wieder hoch. Aber da muss ich safe durchschießen. Und dann einmal mit der Bombe, um das zu aktivieren. Perfekt. Dann kann ich hier jetzt durch. Einfach die Bomben werfen. Kriege ich die Bombe noch da hoch? Ja, kriege ich. War aber unnötig. So, hier ist jetzt offen. Dafür muss ich jetzt den Schalter finden. Bombe nehmen. Ich muss sie hier absetzen. So, ich habe es jetzt hinbekommen. Natürlich könnte ich erstmal gucken, was hier ist. Oh, hier hat die Musik aufgehört. Ablegen, ein bisschen hochklettern. Habe ich das geheime Volk gefunden? So, den Stein habe ich natürlich aktiviert und höre mir wieder dieses wunderschöne Lied an. Und muss mich hier außerdem auch noch rausspringen. Hab's geschafft. Hallo. Ein weiterer Eindringling. Schlagalarm. Sei nicht so voreilig, Jüngling. Sie trägt die Flöte des Sohnes des verstorbenen Häuptlings. Das macht sie zu einem Ehrengast. Na gut, mit dir brauche ich bei sowas nicht zu diskutieren. Allerdings glaube ich nicht, dass die anderen die alte Tradition ebenso respektieren werden. Entschuldige meine Rüdheit. Ich würde dir Tee und Kekse anbieten, aber du triffst uns in einer schwierigen Zeit. Wir diskutieren nur den Plan, den momentanen Anführer zu stürzen. Aus. Das ist unsere neue Lieblingsbeschäftigung. Die hier hat eine starke Aura an sich. Genau die Art von Leuten, die wir brauchen. Viel Glück, Kopfgeldjäger. Ich schätze, wir werden dich demnächst wiedersehen. Danke, Oma. Bist du wirklich für Birdys Kopfgeld gekommen? Entweder bist du saustark oder sehr töricht. Ich bezweifle stark, dass du das schaffst, aber im Geheimen werde ich dir die Daumen drücken. Ich würde aber trotzdem jetzt gerne wieder zurückgehen. Weil ich will erst noch gucken, was da für Schätze sind. In dem vorherigen Gebiet. Vielleicht sogar ein paar Juwelen, die ich gebrauchen kann. Herzjuwel, Energiejuwel. Es hat die Bombe gefressen. Komm her. Ich lege die jetzt einfach dahin. Komm. Nein. Komm her. Sag ich doch, hier ist ein Schatz. Sag ich doch, hier ist eine Falle.
Sind hier gleich zwei von diesen Blümchen? Ich wollte halt das Geld retten. Ist hier jetzt nur dieses eine Vieh? Ick. Friss. Es ist genau bei mir wieder gelandet. So, mach Boom. Ah, hier kann ich das Lied wieder spielen. So, wo komme ich raus? Oder öffnet das einfach nur den Ausgang? Ich glaube, das hat einfach nur den Ausgang geöffnet. Aber wie krass, wie lang diese Ranken gehen können. Ich dachte, ich hätte hier so eine Kartenoption. Da oben sieht aus, als wäre da ein Schalter. Ich habe links noch nicht erkundet, aber ich glaube, ich muss da sowieso drüber zurück. Na komm, dann gehen wir erst hier rein. Da oben lang, wollte ich sagen. Ja, hier, Birdie ist mächtigstes von hier. Das ist das Versteck. Ich komme mir vor wie bei Link in dem Gerudo Village. Weil ich hier nicht hin soll. Aua. Hilfe! Fries! Ich gönn mir mal ein Omelette und ein bisschen Kaktus. Klappt das? Könnt ihr da bitte langlaufen? Die machen mir Angst. Komm. Pam. Brauche wieder Ausdauer erst. Aua. Heilen, heilen, heilen. Ich habe kaum Heil-Items dabei. Hau ab. Hau ab. Wahrscheinlich ist das Gebiet später für mich freundlicher. Hau ab! Hilfe! Der trifft mich auch da oben noch! Alles klar. Warte. Friss die Bombe. Das nützt nichts.
Ich habe das Gefühl, für dieses Gebiet bin ich noch zu wenig ausgerüstet. Also, dass ich den Aluminiumschläger bräuchte. Hier ist friedlich? Hier ist friedlich. Ist hier zufällig einer, der mir diese Bernstein-Dinger da abkaufen will? Ich glaube, die Geschichte will ich hören. Ja, komm, jeder nimmt. Roller ist die Wächterin der Prüfung der Hindernisse. Das ist ein gnadenloser Hindernisparcours voller Gefahren, die nur die stärksten Helden überstehen können. Und Birdie ist eigentlich nicht sehr athletisch. Sie wäre sicherlich gescheitert, wenn sie einfach so drauf losgerannt wäre. Aber es begab sich, als Rala Drachenschlingen ihren Parcours platzierte. Ich bin sicher, du hast welche auf dem Weg hierher gesehen. Drachenschlingen sind fiese Pflanzen, die dich komplett verschlingen können. Die essen auch unsere Drachen. Das ist ein ziemliches Problem. Ebenfalls wurden die Drachenschlingen in den Parcours eingepflegt, um die Kandidaten zu verlangsamen. Aber Birdie hat realisiert, dass sie für ihren Vorteil nutzen kann. Drachenschlingen hassen Stinkwurzeln. Der Geruch ist widerlich für sie. Wenn du eine Stinkwurzel bei dir trägst, spucken die Drachenschlingen geradewegs wieder aus. Eine Drachenschlingen sind nochmal etwas sensibler und spucken dich bis zu 2 Stockwerke in die Höhe. Also hat Birdie zum Rennen Stinkwurzel mitgenommen. Dann ist sie absichtlich in eine Drachenschlinge gesprungen und die hat sie direkt ganz nach oben gespuckt. Ah, okay, das ist ein nützlicher Tipp. Stinkwurzeln würde ich gerne mehr wissen. Eine Grundnahrungsmittel. In der Vorratskammer bewahren sie die auf. Ich sollte mir diese Stinkwurzeln holen, weil dann kann ich diese komischen Pflanzen ausnutzen. Hau ab! Ich hab dich gewarnt. Bist du mir friedlich? Du bist friedlich. Braucht man Schlüssel für... Okay. Hier werden diese Stinkwurzeln angeblich aufbewahrt. Die ich wahrscheinlich mehr als nur gebrauchen kann. Eine Stachelfrucht. Ah, ich verstehe schon, wie das hier funktioniert. Das war easy. Stinkwurzel. Und ein Honigbrötchen. Ein bisschen Geld. So. Jetzt kommt man hier viel besser durch. Ich muss das nämlich auf dem Rückweg natürlich genauso machen. Wie man die Bomben alles vielseitig verwenden kann. Mit noch einem Schlüssel käme ich in das Gefängnis rein. Da ist doch bestimmt auch was Wertvolles drin. Ja komm, du bist easy. Ich kann ja nix. Aber leider hat sie mir auch nichts gegeben. Hier drinnen war einer von denen. Aua. Aua. Komm her. Aua, ich will den die ganze Zeit nur wegprügeln. Hab ihn! Jetzt kann ich die wegklatschen. Und jetzt gönne ich mir den da noch. Kommt raus! Kommt raus, ihr Lutsche!
Soll ich kurz was gucken? Ah, okay. Die Folge geht schon recht lang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Wir sehen uns bei der nächsten. Tschüss!